Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 5. Februar 2023. Sind niemals nach Rache. Botschaft von Jesus Christus. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Ihr habt die Gelegenheit, eure wahre Macht als Mensch zu zeigen. Die Macht, jene bedauernswerten Kreaturen, die jetzt erkannt werden, mit der Kraft der Liebe zu konfrontieren. Nur dadurch kann diese Erde gesunden und diese Menschheit heilen. Nur darauf kommt es jetzt an, dich aus der alten Energie der Spaltung und des Karmas hinauszubewegen und allen Wesenheiten im Bewusstsein der Einheit allen Lebens zu begegnen. Du bist viel mehr als ein Mensch. Du bist ein Engel, der auf die Erde gesandt wurde, um die Menschen an ihre wahre Natur zu erinnern. Diese Arbeit geschieht jetzt, denn die Zeit dafür ist gekommen. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf. Sind niemals nach Rache. Botschaft aus der 124. Lichtlesung. Abkehr vom System hat begonnen. Kommt unter mein Licht. Nährt euch von meiner Liebe und stellt euch unter meinen Schutz. Denn wahrlich, ich sage euch, wer mir vertraut, der steht unter meinem Schutz. Ich bin Jesus Christus. Die Zeit entfaltet ihre ganze Kraft. Alles wird jetzt an die Oberfläche gespült, sodass die dunklen Pläne der Reihe nach scheitern und zurückgenommen werden müssen. Die Menschen wachen in einem großen Ausmaß auf, und sie sehen die Bösartigkeit hinter den vielen politischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Maßnahmen, die unter Vortäuschung falscher Tatsachen ausgerollt wurden. Auf allen Ebenen beginnen sich Menschen, die bis zuletzt an dieses System glaubten, da sie in Ängste verstrickt waren oder selbst davon profitierten, vom System abzukehren. Erstmals in der Menschheitsgeschichte vereinen sich genug Menschen im Willen, die Geschicke der Menschheit in lichtvolle Bahnen zu lenken. Das Dunkle wird durchlichtet, und was sich zeigt, ist für jene, die bisher nicht hinblicken wollten oder konnten, erschütternd. Die Täuschung war absolut und die Bösartigkeit unübertroffen. Jetzt wird die Magie dahinter entlarvt. Jetzt gelangt ans Licht, was Jahrtausende lang verborgen war. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Durch eine liebevolle Grundhaltung allem Leben gegenüber, sinne niemals auf Rache und gib dem Hass keine Chance, sich bleibend in dir auszubreiten. Gefühle wie Wut, Zorn und Hass werden aufkochen, das ist in der ersten Phase der großen Enthüllungen natürlich. Dann aber besinne dich und stelle den Frieden in dir wieder her. Es gibt ein Grauen, das so unvorstellbar ist für einen gesunden Menschen, sodass in dem Moment, in dem es sichtbar wird, die Menschen nach Vergeltung und Rache schreien. Gleiches mit gleichem Vergelten, stimmt niemals in diesen Chor ein. Haltet euch fern von diesen Reflexen. Wenn ihr selbst von Rachegefühlen heimgesucht werdet, dann klärt das mit euren geistigen Führern ab und bittet das göttliche Licht um Intervention. Niemals sollt ihr Gleiches mit Gleichem vergelten. Der Wunsch der Vergeltung besteht bei sehr vielen Menschen und er wird sich verfestigen, wenn das Licht all das enthüllt, was bisher im Verborgenen sein Unwesen treiben konnte. Zieht die Menschen,
die den Mächten des kalten Lichts wissentlich oder unwissend dienten, zur Verantwortung. Verzichtet bitte im Namen des einen, der ist Gott, auf Vergeltung oder Rache. Niemals soll das Blut von Menschen vergossen werden, um einen Ausgleich, wofür auch immer, zu erwirken. Damit erwirkt ihr genau das Gegenteil, die Fortsetzung eurer Leben im Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, von Ursache und Wirkung. In den kommenden Monaten habt ihr die Gelegenheit, euch darin zu üben, euch zu üben, über den Dingen zu stehen, ohne die Tatsachen zu ignorieren. Deine Macht als Mensch. Ihr habt die Gelegenheit, eure wahre Macht als Mensch zu zeigen, die Macht, jenen bedauernswerten Kreaturen, die jetzt erkannt werden, mit der Kraft der Liebe zu konfrontieren. Nur dadurch kann diese Erde gesunden und diese Menschheit heilen. Nur darauf kommt es jetzt an, dich aus der alten Energie der Spaltung und des Karmas hinauszubewegen und allen Wesenheiten im Bewusstsein der Einheit allen Lebens zu begegnen. Du bist viel mehr als ein Mensch. Du bist ein Engel, der auf die Erde gesandt wurde, um die Menschen an ihre wahre Natur zu erinnern. Diese Arbeit geschieht jetzt, denn die Zeit dafür ist gekommen, die Ereignisse nehmen ihren Lauf. Jesus Christus. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.